noch eine Doku über Schauspieler. Al Pacinos spektakuläre Karriere, Robert De Niros Leben, das Leben von Vin Diesel, von Sophia Loren, von Julia Roberts, was weiß ich. Das überflüssigste Thema über Dokumentationen sind Schauspieler-Dokus. Und trotzdem ist es eines der beliebtesten Doku-Themen. Es wird Zeit, diesen Mythos zu zerstören, denn ist es euch nicht aufgefallen? 100% aller Schauspieler-Dokus sind exakt gleich und sagen exakt nichts aus. Denn so spektakulär der Beruf eines Schauspielers sein mag und das Resultat, nämlich ein echt geiler Hollywood-Blockbuster, so langweilig und nichtssagend für eine Doku ist die Karriere dieser Menschen und das Leben dieser Menschen. Denn das Leben eines Schauspielers ist immer gleich und immer genauso langweilig. Ob es ein Schauspieler aus den 30er Jahren, aus den 40er Jahren, aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er und bis jetzt ist, es ist immer dasselbe. So. Hiermit nenne ich das Leben jedes einzelnen Schauspielers vom Anbeginn der Zeit bis jetzt. Punkt 1. Er bekommt irgendwann mal sein erstes Engagement, irgendjemand bezahlt ihn dafür, er gibt ihm Geld dafür, dass er vor der Kamera so tut, als wäre er jemand anderer. Dann tut er das und bekommt Geld. Dann tut er das nochmal und bekommt noch mehr Geld. Dann bekommt er irgendwann ein paar Millionen. Dann bekommt er irgendwann 5 Millionen pro Film. Dann bekommt er irgendwann 20 Millionen pro Film. Und damit sind schon mal die ersten 20 Minuten jeder Doku weg. Egal wen du nimmst, es trifft immer zu. Er hat irgendwann mal irgendjemandem gefallen und dieser irgendjemand gibt ihm einen Job. Und dann kommt der große Wendepunkt, die große Krise, der Absturz. Und dann müssen alle Mitleid mit diesem Schauspieler haben, denn er bekommt nicht mehr 20 Millionen pro Film, sondern er bekommt nur noch 5 Millionen pro Film. Und dann kommt ein großer Film, der an den Kinokassen floppt und seine Karriere ist gefährdet. Denn das bedeutet, er hat für den Film trotzdem 20 Millionen bekommen, nur keiner hat Bock, sich den Film anzuschauen. Oh Gott! Und dann, da kommt praktisch sein Ende. Er ist quasi schon tot, denn er bekommt nur noch 1 Million pro Film. Während 99% der Menschheit nie in ihrem Leben, egal wie lange sie arbeiten, jeweils in die Nähe von 1 Million kommen würden, sogar wenn Inflation kommt. Aber für ihn oder für sie ist es der Tiefpunkt. Und dann kommt das große Comeback. Er bekommt doch wieder 5 Millionen für einen Film. Und der Film ist erfolgreich. Und dann bekommt er wieder 20 Millionen für einen Film. Und dann kommt die nächste Krise. Nämlich, er ist Multimilliardär und bekommt seit 20 Jahren nur noch 20 Millionen für jeden Film. Aber er hat sich dem Mainstream angebiedert und gefällt den Kritikern nicht mehr. Oh nein! Dann fühlen sich die ganzen Millionen, die man auf dem Konto hat, ja nur noch schlimm an. So, das ist exakt jede einzelne Doku, jedes einzelnen Schauspielers, unabhängig seines Geschlechts, jedes einzelnen Landes, den es jemals gab. Dankt mir später, denn dank dieses Videos müsst ihr niemals wieder jemals eine Schauspieler-Doku anschauen, da ihr ja schon alles wisst. Und wenn ihr die Schnellfassung wollt, guckt euch einfach den Wikipedia-Artikel an im Internet von irgendeinem Schauspieler, den ihr geil findet. Schaut euch die Filmografie an und dann wisst ihr in 5 Minuten genau dasselbe, wie ihr in einer 2-stündigen Doku über den Schauspieler erfahren würdet, mit demselben Entertainment-Faktor. Aber ich weiß auch, warum diese Dokus so beliebt sind. Das ist genauso wie in jeder Frauenzeitschrift immer alles über die Königsfamilien und so ein Scheiß steht. Man will einfach wissen, was die Reichen und Schönen so tun. Kastensystem wie in Indien. Gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Habe ich jetzt wieder viel Lebenszeit erspart durch diese Lektion hier. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das ist Slodo die Showman.